Hallo zusammen, heute schauen wir uns das tolle Zwischenergebnis von Susanna an. Ja, Susanna hat mittlerweile schon 7,8 Kilogramm abgenommen und das, obwohl sie unter Hashimoto leidet. Ja, wir sehen das auch schon auf den Bildern, da ist sehr viel Bauchfett verloren gegangen, was auch für Susanna letztlich so das große Problem früher war. Zur Einordnung, Susanna ist 1,70 groß und 60 Jahre alt. Susanna hat insgesamt auch super konstant abgenommen. Und das, obwohl sie sogar schon längere Zeit im Urlaub war. Und ja, um genau zu sein, sie hat sogar während des Urlaubs noch weiter abgenommen. Springen wir aber mal noch an den Anfang zurück und werfen mal einen Blick darauf, was ihre Schwierigkeiten vor dem Coaching waren. Also Susanna hatte in der Vergangenheit ja im Prinzip immer wieder Hunger, ja, wenn sie einen Abnehmversuch gestartet hat. Na, vor allem auch sehr viel mit Heißhungerattacken zu kämpfen gehabt. Und das kam einerseits von der Menge her, aber auch daher, dass sie sich bestimmte Lebensmittel quasi selbst verboten hat oder verbieten musste. Und das macht es auf Dauer natürlich unheimlich schwer und ja, das macht auch wenig Spaß. Ne? Eine besondere Herausforderung für Susanna war natürlich ihr hoher Bauchfettanteil. Das war auch gesundheitlich bedenklich in dieser Größenordnung. Ja, bei einem Bauchumfang von anfangs exakt 100 cm. Ja, zur Erinnerung, optimal sind bei Frauen unter 80 cm. Ja, also da hat schon ein ganzes Stück gefehlt. Das war natürlich viel zu viel und das sehen wir auch ziemlich deutlich auf den Bildern. Damit hat sich Susanna auch überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Ja, und wie sie mir auch zu Beginn gesagt hat, sie hat sich auch selbst nicht mehr gefallen, wenn sie sich zum Beispiel selbst auf Bildern, auf Fotos gesehen hat. Und irgendwann hat Susanna sich dann auch gesagt, jetzt bin ich schon über der 80 Kilogramm Marke angekommen und es wurde ja mit der Zeit eigentlich auch immer mehr. Ja, und wenn ich das jetzt nicht ernsthaft und mit einer 1:1 Betreuung anpacke, ja, dann kriege ich mein Gewicht vielleicht gar nicht mehr in den Griff. Ja, und zu Beginn hat sie mir auch gesagt, ich brauche eine Ernährung, wo ich nicht hungern muss. Das war ihr sehr wichtig und wo ich mir auch mal bestimmte Lebensmittel erlauben darf, die jetzt nicht ganz so ja, abnehmenfreundlich, abnehmen, optimal sind. Ihr Beispiel waren jetzt hier ganz klar, ja, auch mal ein Brot mit Butter und Marmelade essen zu dürfen als Aufstrich. Ja. Und das war ihr Anliegen, dass sie mit dieser Ernährung auch beispielsweise gut durch einen Urlaub durchkommt. Ja. Was ich eben besonders stark finde, beim letzten Urlaub hat Susanna sogar noch weiter abgenommen. Und ja, am wichtigsten war ihr aber auch eines, dass das eine Ernährung ist, mit der sie ihr Gewicht später auch wirklich schön stabil halten kann. Ja, und bisher hat Susanna über den langen Zeitraum auch schon sehr schön stabil abgenommen, ohne Schwankungen. Und genau das ist eben auch das beste Zeichen dafür, dass sie dieses Gewicht später auch gut halten können wird. Ja, wie gesagt, noch sind wir nicht in der Haltephase, aber das sind schon recht deutliche Hinweise darauf. Na, das sind ja jetzt auch schon über 3 Monate und das ist dann auch schon ein aussagekräftiger Zeitraum. Und exakt darum geht es uns hier im Coaching, ja, dass du endlich diese Ernährungsweise bekommst, die zu dir passt, die in deinen Alltag passt. Und das geht auch nur, weil wir die Ernährung punktgenau auf unsere Teilnehmer zuschneiden, ja, damit du dich wieder wohlfühlst in deinem Körper. Und diesen Weg gehen wir die ganze Zeit zusammen. Ja, da bin ich, aber auch meine Mitarbeiter, wir sind die ganze Zeit an deiner Seite. Und wenn du auch gerne dein Wohlfühlgewicht erreichen möchtest und mit unserer persönlichen Unterstützung hier durchstarten möchtest, so wie Susanna, dann geh jetzt einfach auf www.christianlene.de und trag dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch ein. Und dann können wir nämlich auch im nächsten Schritt mal schauen, na, wie diese Strategie auch für dich aussehen könnte.